Ich denke, gerade Menschen mit psychischen Problemen haben noch mal mehr Probleme mit dieser Vergleichsart, mit dieser Vergleichsmentalität. Der andere Weg ist, naja, stark zu bleiben, eure Sache weiterhin durchzuziehen, nicht aufzugeben, so lange dran zu bleiben, so lange für eure psychische Gesundheit, aber auch für eure körperliche Gesundheit, für das Leben, was ihr haben wollt, so lange dafür zu kämpfen, bis ihr es tatsächlich irgendwann erreicht habt. Hey Leute, Sepp hier. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht's um das Thema Vergleichsmentalität, beziehungsweise um diese total bescheuerte Vergleichsmentalität, die wir in unserer Gesellschaft haben. Und in dem Zuge auch um solche Sätze wie, ja, wenn ich an deiner Stelle wäre, hätte ich das aber so und so gemacht. Diejenigen von euch, die mal durch sehr schwierige Zeiten gegangen sind oder gerade durch schwierige Zeiten gehen, die Probleme mit Ängsten oder Depressionen haben, die werden das folgende Szenario wahrscheinlich recht gut kennen. Ihr seid so total am Arsch, so eure Probleme scheinen euch so total zu überwältigen. Ihr habt gar keine Energie mehr, seid total am Arsch und versucht so mit letzter Kraft irgendwie noch euren Alltag auf die Kette zu bekommen. Und dann kommen Menschen in euer Leben, so in euren täglichen Alltag. Und also das kann jeder x-beliebige sein, aus der Familie, aus einem Freundes-, Bekanntenkreis, Arbeits-, Studienkollegen oder auch total Fremde. Die kommen dann an und sehen so einen kleinen Ausschnitt aus eurem Leben. So, und in diesem kleinen Ausschnitt sehen die dann, dass ihr irgendwas Bestimmtes nicht hinbekommt. Ich weiß es also von aus, bei mir war das irgendwie oft so, also bei mir ist das so, wenn ich sehr viel um die Ohren habe, wenn es mir auch vielleicht nicht so gut geht und ich ja sehr überfordert bin, zumindest war es in der Vergangenheit immer so, dass ich dann meinen Haushalt so richtig krass abschleifen lassen. Also dann türmen sich bei mir in der Küche ordentlich die ungespülten Teller und so und sieht dann schon ziemlich katastrophal da aus. Es können halt, nur wie jetzt bei mir, so total banale Sachen sein, die man dann eben in solchen schwierigeren Zeiten nicht hinbekommt. Und das sehen diese Leute dann, diesen kleinen Ausschnitt, die wissen eigentlich gar nicht so drumherum, was bei einem so genau abgeht, wie es einem geht und so. Die sehen dann diese kleine Sache und sagen dann irgendwie sowas, ja, ne, wie sieht's denn hier aus und warum machst du das nicht mal? Und ja, wenn ich an deiner Stelle wäre, hätte ich das ja schon längst erledigt. Und wisst ihr, was ich mir dazu denke? Nein, hättest du nicht. Wenn du an meiner Stelle wärst, hättest du exakt die gleichen Sorgen, die gleichen Probleme, die gleichen Ängste, die gleichen Lebensumstände, das gleiche Umfeld. Du hättest vielleicht die gleichen ungünstigen Gedanken, das gleiche ungünstige Mindset, die gleichen vielleicht schlechten Angewohnheiten. Und genau deswegen hättest du es auch exakt genauso gemacht wie ich. All unsere Handlungen basieren im Endeffekt auf dem, was wir sind, auf dem, was uns ausmacht. Und das sind all diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe und wahrscheinlich noch viele, viele mehr. Das sind vermutlich Millionen von verschiedenen Faktoren, die uns Menschen ausmachen, die ausmachen, wer wir sind, die Einfluss auf unser Leben haben und dadurch auch Einfluss auf unsere Handlungen haben. Und das lässt sich nicht so einfach vergleichen. Man kann nicht sagen, ja, ich hier von meiner Position aus, wenn ich an deiner Stelle wäre, dann würde ich es anders machen. Nein, würdest du nicht. Weil das ist ja das, diese ganzen Millionen von Faktoren, die unser Leben ausmachen, sind ja das, was unsere Stelle ausmacht.
man kann nicht einfach das ganze Mindset, was man an seiner eigenen Position hat, das ganze Leben, alles, was das ausmacht, nehmen und sagen, ja, wenn ich an deiner Stelle wäre. Nein, das kann man einfach so nicht vergleichen. Das Problem ist natürlich daran, dass wir Menschen uns sehr gerne vergleichen, dass das auch irgendwo wichtig für uns ist. Dadurch, dass wir sehr, ja, wir sind ja so gruppenabhängig. Also wir Menschen sind ja so gesehen so Rudeltiere, die das soziale Miteinander brauchen. Und natürlich vergleichen wir uns dann auch einfach, um zu sehen, ob wir gut ankommen, ob wir alles richtig machen. Weil wahrscheinlich besteht so evolutionär bedingt auch so ein bisschen aus die Angst, dass wenn wir uns schlecht verhalten, wir aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen vergleichen wir uns, schauen, mache ich alles richtig, um dann eben dadurch die Bestätigung zu bekommen, dass wir eben, ja, dass wir alles gut machen, dass wir ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft sind und dass wir eben nicht aus der Gruppe ausgeschlossen werden. Aber es ist im Endeffekt halt einfach, ist halt einfach so dumm, weil wie gesagt, wir sind nicht vergleichbar. Man kann nicht einfach sagen, ne, wenn ich an deiner Stelle wäre, weil jeder Mensch ist einfach so hoch individuell und jede Stelle, im Sinne von, wenn ich an deiner Stelle wäre, jede dieser Stellen ist auch so hoch individuell, dass es nicht vergleichbar ist. Und am geilsten finde ich ja diese Vergleichsart, wo man Gemeinsamkeit, also irgendwie eine bestimmte Gemeinsamkeit sucht und auf dessen Grundlage dann irgendwie irgendwelche dummen Vergleiche anstellt. Also so zum Beispiel, wenn man sagt, ich bin ja auch Mutter oder ich bin ja auch Vater und bekomme das hin. Oder ich bin ja auch voll berufstätig und bekomme das hin. Oder ich bin ja auch Student und bekomme das hin. Oder um mal so bei eher psychischen Problemen zu bleiben, dann so ein Spruch wie, ja, ich habe ja auch Ängste und bekomme das hin. Und der Spruch ist halt auch einfach so dumm, ey. Das ist unfassbar. Zum einen, man kann halt nicht einfach so isoliert sagen, ja, wir haben ja beide Ängste oder wir haben ja beide Depressionen und deswegen geht es uns gleich scheiße. So, oder uns geht es aus irgendwelchen Gemeinsamkeiten heraus gleich gut. So, den Fall gibt es ja auch, dass man sagt, ja, ne, wir haben ja irgendwie, keine Ahnung, beide ein schönes Leben, so stell dich nicht so an. So, aber es ist, man kann nicht aufgrund einer Gemeinsamkeit jetzt sagen, dass es beiden gleich gut geht oder gleich schlecht geht. Selbst wenn man das so isoliert betrachten könnte, irgendwie Ängste oder Depressionen sind ja auch nicht irgendwie schwarz-weiß. So von wegen, entweder hat man Ängste und dann sind die immer gleich oder man hat sie eben nicht. Sondern da sind ja Millionen von Grautönen noch zwischen. So von unfassbar viele verschiedene Schweregrade, wie schlimm sich diese Angst jetzt im Endeffekt ausprägt. Ich würde heute immer noch sagen, dass ich soziale Ängste habe. Aber halt auf einem Level, was dadurch, dass ich mich halt jetzt die letzten Jahre viel damit beschäftigt habe und viel an mir gearbeitet habe, ist das jetzt auf einem Level, womit ich mega gut leben könnte. Also mega gut leben kann. Das könnte jetzt mal in dem Sinne, falls ich nicht, mich ab jetzt nicht mehr weiterentwickeln würde, wäre ich so happy mit meinem Leben. Und vor ein paar Jahren war es halt noch so krass, dass ich Angst hatte, vor die Tür zu gehen. So, in beiden Fällen könnte ich sagen, dass ich soziale Ängste hatte. So. Aber das ist halt, dieser Zustand ist ja absolut nicht vergleichbar. Und damals ging es mir brutal beschissen und heute geht es mir eigentlich recht gut. So, wo ich das gleiche Problem noch habe, wisst ihr? Also, und zudem muss ich halt auch sagen, man kann es halt auch einfach nicht so isoliert betrachten, weil das, was da drumherum ist, einfach unfassbar entscheidend dafür ist, wie es einem Menschen jetzt tatsächlich auch mit diesem gleichen Problem geht. Mal so als Beispiel. Stellt euch vor, da sind zwei Menschen, die haben aneinanderliegende Häuser. Na, sagen wir jetzt mal, da wären zwei Männer, die haben beide ein Haus und sind quasi Nachbarn. Die Häuser liegen halt direkt aneinander. Der eine Mann,
lebt alleine, hat nicht viel Geld, ist auch verschuldet, hat nicht mal mehr Geld irgendwie für Versicherung und ja, alles, was er so besitzt, alles, was ihm so lieb ist an materiellen Dingen, ist halt in diesem Haus drin. So, der andere Mann, der hat viel Familie, viel Freunde, die ihn unterstützen, der ist auch wohlhabend und das Haus da ist auch irgendwie, ja, ist gut versichert und darüber hinaus ist auch eh nur so ein Zweitwohnsitz von ihm. Er hat ein ganz anderes Verhältnis zu dem Haus. Und dann bricht irgendwie ein großes Feuer aus und beide diese Häuser, die nebeneinander stehen, brennen bis auf die Grundmauer nieder. Also sind quasi beide total vernichtet. So, für den ersten Mann, der quasi, ne, also der hat ja in dem Moment alles verloren. So, alles, was er irgendwie an Besitz hatte, war dieses Haus und das, was da drin war. Und dadurch, dass der irgendwie so verschuldet war und jetzt vielleicht in dem Moment nicht mal mehr Geld für eine Versicherung hatte, wird der auch kein Geld zurückbekommen. So, der ist, also dem sein Leben ist einfach am Arsch in dem Moment. Also mal diese ganzen, mal jetzt von diesem spirituellen, so man braucht nichts und ist im Hier und Jetzt glücklich, Ding mal abgesehen in dem Moment. Für den Menschen ist das einfach eine unglaubliche Katastrophe, so. Ein extrem heftiger Schicksalsschlag und der wird da einige Zeit dran zu knabbern haben. Für den anderen Mann, für seinen Nachbarn, ja gut, ist das wahrscheinlich nicht besonders schön so, aber den wird das auch nicht groß jucken. So, der hat die Kohle, der wird wahrscheinlich auch ordentlich Versicherungssumme kassieren und wahrscheinlich auch viel Hilfe bekommen. Der hat im Endeffekt ein bisschen was zu regeln, kauft sich eine neue Bude und gut ist so. Den wird das nicht groß jucken. Und das Interessante an so einem Beispiel, ne, das ist natürlich jetzt sehr, sehr plakativ, das Beispiel, aber daran sieht man, dass die Sache an sich gar nicht das Entscheidende ist, weil beide Männer haben am geografisch selben Punkt zur exakt selben Zeit ein Haus verloren. Also an sich die Katastrophe, die passiert, das ist eigentlich das Gleiche. Eigentlich exakt das gleiche Problem. Aber es ist eben nicht entscheidend, was genau passiert, sondern wie das Leben halt drumherum aussieht. Und ich finde, das wird halt sehr oft bei dieser dämlichen Vergleichsmentalität, die wir haben, vergessen, dass man eben nicht einfach so isoliert sagen kann, ja, das Problem habe ich ja auch, aber ich stelle mich auch nicht so an wie du. So, lass jedem Menschen irgendwie, ja, das, wie soll ich das sagen? Man sollte grundsätzlich jedem sein Leben und seine Einstellung dazu auch irgendwie, ja, akzeptieren und nicht, oder ja, nicht wertend, also nicht andere Menschen verurteilen dafür, dass sie in bestimmten Situationen vielleicht anders reagieren, als man es selber tut, weil man eben nicht in deren Haut steckt und man kann auch nicht an deren Stelle sein. Und ne, ihr merkt schon, solche Sätze wie, wenn ich an deiner Stelle wäre, triggern mich einfach richtig hart, weil ich die einfach so dumm finde. Und ich denke, gerade Menschen mit psychischen Problemen haben noch mal mehr Probleme mit dieser Vergleichsmentalität. Weil das Problem ist ja, also das werden, ich habe ja unglaublich viele Zuschauer, die Probleme mit sozialen Ängsten haben. Durch die Sozialphobie-Reihe habe ich ja sehr viele Menschen auf meinen Kanal gezogen. Und ich wette, die meisten mit sozialen Ängsten werden das auch kennen, dass sie einfach für ihr Problem nicht ernst genommen werden. Man fühlt sich unglaublich scheiße. Also diese Angst ist so, so lebenseinschränkend. Und es verursacht so viel Stress und so viel Leid in einem. Aber die meisten anderen Menschen nehmen das nicht wirklich ernst. Sie können es nicht nachvollziehen. Diese Krankheit, ja, Krankheit klingt immer so dumm, aber ist ja irgendwo eine Krankheit.
nehmen dieses Problem nicht ernst. Und aus diesem Grund, ich meine, es liegt natürlich auch daran, man sieht es nicht. Ne? Also psychische Probleme sieht man einfach nicht äußerlich. So, das kann ein anderer Mensch nicht gut erkennen. Natürlich könnte man es jetzt über Mimik und Gestik vielleicht so ein bisschen was lesen, wenn man gute Menschenkenntnis hat. Aber gerade bei solchen Problemen, die eben nicht jeder kennt, ist es halt auch so, dass die meisten Menschen nicht wirklich gut... Wo gehe ich jetzt lang? Oh, egal. Gehe ich zurück. Dass die meisten Menschen nicht wirklich gut sich da reinfühlen können. Und das führt natürlich dann dazu, dass man mit solchen Problemen sehr, sehr stark alleine dasteht. Also zum einen alleine dasteht, weil man eben nicht so viel Hilfe bekommt. Ach genau, das wollte ich eben noch sagen. Wenn jemand, mal so als Beispiel, wenn jemand ein gebrochenes Bein hat, der wird von jedem drumherum irgendwie Hilfe bekommen. Das heißt, wenn der irgendwo, ne, wenn der sagt, hey, kannst du mir das mal irgendwie rauftragen oder kannst du mir mal die Kiste da vom Schrank holen oder sonst was, der wird von jedem Hilfe bekommen. Warum? Weil sich da jeder reinversetzen kann. Jeder kann sich das vorstellen, wie das ist, irgendwie ein gebrochenes Bein zu haben. Gut, selbst die es noch nicht hatten. So. Ich hatte noch nie ein Bein gebrochen. So. Aber man kann sich ja vorstellen, dass das irgendwie scheiße ist. Und jeder hilft dann. Aber die wenigsten Leute helfen wirklich irgendwie jemandem, der depressiv ist oder der Ängste hat oder so. Du kannst nicht irgendwie, was weiß ich, auf der Arbeit sagen, hey, keine Ahnung, kannst du die Arbeit für mich erledigen? Ich habe da Angst vor. So, dann ne, wird jeder sagen, Alter, dann, keine Ahnung, such dir einen neuen Job oder so. Oder was denn das für eine dämliche Ausrede oder so, keine Ahnung. Es wird eben von den meisten einfach nicht ernst genommen. Und ja, das macht diese ganze Sache für die Menschen halt echt mega beschissen. Ja, und das große Problem, was ich halt darin sehe, ist, dass dadurch, dass die anderen Menschen nicht sehen, wie es einem geht oder das nicht nachvollziehen können, nicht nachempfinden können, denen dann auch teilweise nicht bewusst ist, wie scheiße es einem geht. Und ich kenne das halt auch von Menschen, die an sich Verständnis dafür haben, die sich dafür für das Thema dann interessieren, die Verständnis haben, die aber, ja, denen kannst du das erzählen, dass es dir damit mega scheiße geht, aber im Endeffekt haben sie es am nächsten Tag dann trotzdem wieder vergessen und behandeln dich halt wie jemanden, der kein Problem hat. Ja, so als würde man einfach bei einem Menschen, der ein gebrochenes Bein hätte, einen Tag später ignorieren, dass der ein gebrochenes Bein hat und ne, sich dann wundern, dass der irgendwie sein Leben nicht so gut auf die Reihe bekommt wie alle anderen. So. Das ist, und dadurch, dass man eben, ja, wie gesagt, die anderen Menschen das nicht so wirklich ernst nehmen oder nicht so wirklich denen das bewusst ist, wird man natürlich genauso bewertet wie alle anderen. So, wir Menschen in unserer Gesellschaft, wir bewerten uns ja immer, ob bewusst oder unbewusst, wir werden ja ständig irgendwie gegenseitig bewertet. Und das heißt, wir fallen, also Menschen mit psychischen Problemen, fallen unter die gleichen Leistungsanforderungen, wie es alle anderen Menschen auch tun, nur dass sie halt an sich nicht so leistungsfähig in dieser Zeit sind wie alle anderen Menschen. Boah, es ist so scheiße windig, Mann. Oh, krass. Auf jeden Fall, genau, ich wollte dazu noch ein Beispiel bringen. Ja, das ist irgendwie so, als würdet ihr bei einem Volkslauf oder so mitmachen, als Beispiel. Und ne, da würden dann, keine Ahnung, ihr hättet einen kleinen Volkslauf in eurem Dorf oder so, würden jetzt 100 Leute mitmachen und ihr hättet aber als einziger irgendwie Gewicht an den Füßen so, und würdet da mitlaufen. Im Endeffekt werdet ihr danach bewertet, an welchem Platz ihr als wie viel ihr durchs Ziel geht, welchen Platz ihr im Endeffekt belegt. Aber wenn ihr mit Gewichten den 10. Platz macht, habt ihr vielleicht genauso viel Leistung gebracht wie der Erstplatzierte. Und ne, da sieht man schon, dass da ist halt irgendwie ein Problem, was einen runterzieht, was einem irgendwie das Leben schwer macht, was aber nicht irgendwie in die Bewertung der anderen Menschen mit einfällt. Und ich finde das halt echt sehr, sehr problematisch, weil du musst natürlich, um mit den anderen mitzuhalten, als jemand, der psychische Probleme hat,
viel mehr leisten als die anderen. Und meistens ist es ja dann dazu noch so, also, ne, dass es eben diese Leistung eben dementsprechend nicht anerkannt wird. Man arbeitet sich irgendwie den Arsch ab und strengt sich übel an, irgendwie alles auf die Reihe zu bekommen. Und es wird halt nicht mal geschätzt von den anderen. Und ja, ich meine, die meisten Menschen mit irgendwie psychischen Problemen, die werden ja erst ernst genommen, wenn sie dann mal zusammenklappen, also irgendwie mal zusammenbrechen und irgendwie, was weiß ich, in die Geschlossene müssen oder so. Damit das jetzt hier nicht schon wieder total ausufert von der Länge her, will ich noch einen letzten Rat mitgeben. Ihr habt im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr gebt diesem Problem nach, also ihr ergebt euch quasi vor diesem Problem und brecht halt davor zusammen. Das hat dann den Vorteil, dass ihr mal wahrscheinlich mal zur Abwechslung mit eurem Problem ernst genommen werdet. Also von der Gesellschaft dafür ernst genommen werdet. Aber es bringt euch nicht weiter. So, im Endeffekt, alles, was ihr davon bekommt, ist ein bisschen aus Mitleid. Und naja, das bringt euch, wie gesagt, nicht weiter im Leben. Der andere Weg ist, naja, stark zu bleiben, eure Sache weiterhin durchzuziehen, nicht aufzugeben, so lange dran zu bleiben, so lange für eure psychische Gesundheit, aber auch für eure körperliche Gesundheit, für das Leben, was ihr haben wollt, so lange dafür zu kämpfen, bis ihr es tatsächlich irgendwann erreicht habt. Und ich glaube, dass das, oder ich bin mir sicher, dass jeder, der nur lange genug für sein Ziel kämpft, das auch erreichen wird. Und ja, damit soll es das auch erstmal gewesen sein hier. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!